Wunderschönen guten Tag, Leute. Wir sind hier im Nether und sind auf der Suche. Ich blaze Rot. Mein Blaze Rot wäre auch nicht so verkehrt, aber das ist ein bisschen heavy. Blazes, verschwinde. Ja, weg von mir. Wo ist der jetzt hin? Da unten ist er. Wir sind auf der Suche nach Netherquarz. Denn das brauchen wir. Kobold. Können wir das mit der Diamantspitzhacke ernten? Das wäre auch nicht so verkehrt. Netherquarz. Bin begeistert, wie viel hier eigentlich Netherquarz gibt. Da oben wäre ein bisschen, aber da hinten ist ein Blaze. Nee, 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 das tue ich mir nicht an. Da ist. Ich hab gefunden. Bisschen haben wir schon. So extrem viel werden wir eh nicht brauchen. So, das. Also vorerst mal. Will ja nur den Drill bauen, das habe ich ja angekündigt. Adit. Kann man aber da momentan nichts anfangen damit. Gut. Am Anfang ist das echt immer so schwierig. Verstehst du? Draconic Evolution Erz. Kann man mit Diamant abbauen. Ja, gerade ein bisschen. Da hinten, das ist eine Burg, ja. Basalt. Da ist ein Nitro-Creeper, den lassen wir lieber mal. Da unten ist noch ein bisschen. Zack. Freunde, rein, du hättest nur ein Stück. Oh. Was machst du hier? Was ist das? Hallo? Bist du ein Geist oder was bist du? Kommst du denn her? Verschwinde, lass mich Frieden. Ich hab nicht deine Mutter getötet. Nein, das war nicht ich. Nein, nein, nein. Du verirrst dich hier nur. Das war nicht ich. Ich töte keine Mutter. Nicht deine. Auch nicht deinen Vater. Wenn dann nur dein Onkel. Onkel Klau. An mehr habe ich nicht Interesse. So, wir gehen wieder nach Hause. Wir haben 25. Oh. Wir sind ein netter Geist. Das war nicht ich. Wie, du greifst mich an. Hey. Du hast nur Glück, Geist. Oh, nein. Du hast echt nur Glück, Geist. Ich verschwinde lieber wieder. Auch wenn das mein Leben kostet. Ich verschwinde. Der macht irgendwie kein Geräusch, der Geist. Und trotzdem ist er hier. Ich laufe mal lieber schnell auf. Ich verfolgt mich keiner. Nein, nein. Blaze auch nicht. Gut. Oh, dann sind wir schnell wieder zurück. Ohne dass uns jemand erwischt. Interessant. Fände es interessant hier. Ja. Er hat es endlich geschafft zu laden. Die Welt. Er schafft es, Junge. So, wir sind hier. Wir gehen gleich mal schlafen. Sicher ist sicher. Wir brauchen ja, ich glaube, keine Köpfe oder sowas. Nein, wohl da nicht. Die Farm steht ja. Ja, interessant. Wir werden auch gleich mal hier gucken. Wir werden dann. Claim Jung, you must be in a team. Dann bin ich in Team Edcrafter. Und jetzt kann ich's. Gut. Da wollen wir jetzt gucken, wo da die Farm ist. Das sieht man jetzt gerade nicht. Weil die halt, ja, eigentlich rein theoretisch was zu tun hätte. Wo ist denn die Farming Station? Erst du. So. Okay, dann so. Bop. Gut. Das Nötigste ist mal geerntet. So, hier noch ein bisschen einsammeln, was hier noch rumliegt. Da wächst schon wieder der Baum. Nicht mal noch geerntet und schon wächst er wieder. Genau, ich wollte ja hier gucken. In den Chunk, wo ich bin, ist die Farm. Das heißt, wir werden hier mal schnell gucken. Und den. Und den. Und den und den. Laden die einfach alle. Lässt du mich wieder raus? Danke. Netter Freund, netter Freund. Ja. So habe ich es gern. Netter Freund. So, was ist denn das? Ein Soul, irgendwas Gedönse. Kennt kein Mensch, aber wir haben es. Dann haben wir hier ein bisschen noch Charcoal. Wir brauchen dann rein theoretisch das plus
waren das andere noch dabei? Alois Melder. Das bloß. Bin ich jetzt dumm? Wir wollten eine Drill bauen. Beim Drill wollten wir das bauen. Das wollten wir das bauen. Da. Achso, das ist nur Crafting, okay. Dann mach du weiter das. Eisen. War das jetzt Eisen? Nee, das war Kohledust, oder? Oder nur eine Kohle? Ach Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin einfach doof. Ehrlich. Kohle und Netherquarz. Kohle. Charcoal, Kohle. Wow, wir haben noch eine Kohle hier liegen. Kohle? Netherquarz, nicht Eisen, du Idiot. Kannst du überhaupt irgendwas? So, dann haben wir den zweiten hier und den dann einfach. Mit was müssen wir den umgeben? Mit viermal den, okay. Das ist 8 Stück. Zack. 2, 2, 2, 2. War die mit Golden Nuggets, das weiß ich noch. So, so. Blub. Einmal und zweimal. Ergibt das. So. Und dann fehlt noch den Typen da. Okay, dafür brauche ich dann Eisen. Da können wir Eisenblöcke auch nehmen. Wir brauchen davon 3. Kriegen wir 3 Eisenblöcke zusammen? Nein. Kriegen wir auch nicht zusammen. Das heißt, wird doch nichts mit unseren Drill, ne? Verdammt. Verdammt. So. Das heißt, es fehlt an Eisen. Noch und nöcher. Haben wir hier drin. Spinnenauge, Fleisch und das hier. Spinnenauge und Fleisch können wir hier gleich mal wieder resetten. Und der ist gar nicht mal so verkehrt. Der macht Licht. Bringt uns jetzt natürlich auch nichts, weil wir haben noch keine Ladestation dafür. Aber wir können ja vorerst erstmal hier rein tun. Ah, Eisen. Wir brauchen Blöcke. Was wiederum heißt, wir müssen Mining gehen. Das heißt, ich werde nach der Folge wirklich mal ordentlich Mining gehen, werde aber dann trotzdem einen Drill bauen. Offline. Einer. 9, 18, 24. Haben wir nicht. Und Ding haben wir auch nichts. Nee. Eisenerz haben wir auch nicht mehr. Also, da war Black Quarz gewesen. Das sollen wir aber jetzt gleich mal durchschmelzen. Damit wir das nicht vergessen. Ich hätte Black Quarz gehabt, aber ja, zu dumm. Was mich wundert ist, der schafft das. Okay. Was können wir mit Charcoal machen? Black Quarz? Nee. Smoky Quarz, okay. Ein Angel Ring müssen wir auch noch bauen. Charcoal Block. Deine Charcoal ist auch nicht so verkehrt. Noch 200. Kommt das gleich raus? Okay. Graphiten, okay. Das ist eh alles klar. Red Coal. In Resonator. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Red Coal bietet größere Burn Time an, glaube ich. Zumindest sagen das so die Leute. 80.000. Die Furnace-Generator 60. Okay, aber hier nur 5 RF pro Tick und hier dafür 40. Aber die gesamten nur 16.000. Das heißt, hier der Serverless-Generator wäre viel effizienter. Der Overclock-Generator produziert 1611 und 4000 pro Tick. Das passt dem König ganz so, aber okay. Die werden das schon wissen. Empowered ist klar. Und der Alchemical Table von Blood Magic ergibt uns Gunpowder. Interessant. Interessant, was da vorauskommt. Jetzt gehen wir nochmal hier das wieder abernten lassen. Ich bin gerade überlegen.
Wenn ich das rein deutlich nur kurz einschalte, arbeitet er dann? Eigentlich schon. Das heißt, ich könnte das schon mal ein bisschen automatisieren, indem ich einen Timer baue. Und zwar den von Projekt, ne? Okay. Mal überlegen, haben wir da alles, bevor wir jetzt da drauf losstarten? Okay, ist kein Problem. Das heißt, wir brauchen mal ein bisschen Stein. Stein sollte ich haben. Bin ich mal 100% sicher, dass ich Stein gebrannt hatte. Das weiß ich hier. Dann dummer dummer raus da, du hast genug getan, Arbeit. Jetzt bin ich dran, Junge. Du raus. Du dummer Arbeit für mich, ne? Und nicht für Nachbar. Wir brauchen dann auf alle Fälle viel Redstone. Wir brauchen ein bisschen Holz. Mal eh mit. Also wir brauchen auch Fackeln. So. Redstone-Fackeln. Maus gleich ein paar. Dann davon ein paar. Das heißt, wir fangen an. Wir brauchen zweimal das. Bring E3 raus, okay? Dann brauchen wir davon zwei. Und drei. Gut. Dann mal keine Dinger mehr. Haben wir schon wieder hier. Dann bauen wir hier in der Mitte Graphit oder Stein. Stein. Gib mal Stein gefälligst. Hier. Wollen da. Und wir brauchen oben noch den da. Das sollte auch machbar sein. Und zack, kann man Timer. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch einen Repeater. Da ist die Frage, nehmen wir den oder den. Der ist natürlich um einiges einfacher. Brauchen wir noch einmal Stein. Haben wir nicht mehr. Das heißt, dreimal Stein. Wo habe ich die Stein geklaut hier? Blopp. Dreimal. Dreimal Stein, dreimal Fackeln. Habe ich sogar noch. Passt. Sollte genügen. Nur gucken, Blatt finden, wo wir das aufbauen. Vielleicht mit dem. So. Auch wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen Platz wegnehmen. So. Und den Timer hier hin. So. Solltet ihr alle 10 Sekunden ein Signal kriegen und was machen? Rein rechnerisch, oder? Da würde das immer so ein bisschen laufen, zwischendurch und aber nicht lange, sondern nur kurz. Zu kurz. Bei dem mal rausnehmen. Ja, okay. Er kann auch nichts machen, ist klar, weil er hat keine Axt. Das hätte man ein bisschen mit berücksichtigen sollen. Ohne Axt geht halt gar nichts. Das ist die Frage, was nehmen wir mir? Stein oder Eisen oder Zinn, Kupfer. Kupfer gibt's glaube ich nicht. Wir haben das. Können echt beinhart Diamant nehmen. Ich hält am wenigsten ein bisschen. Diamant haben wir eh einige. Und wir finden auch bestimmt wieder viel Diamanten, wenn ich dann meine gehe. Deswegen sollte das kein Problem sein. So. Redstone-Signal. Gut, das war natürlich jetzt wieder ein Fail. So. Bau da mal die jetzt hier so manuell auf. Braucht die Farm da jetzt nicht so lange, bis sie die aufbaut. Dass ich die eher ums Ernten kümmern dann. So. Es wird wieder dunkel. Kann ja nicht ganz so leiden. Es ist nichts mehr da. Gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die da so damit gut klarkommt oder nicht. Wir machen hier mal 64 rein und gehen schlafen. Und klar. Bin echt mal gespannt, ob die Farben so ein bisschen klarkommt oder nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Diese kurzen Ticks. Aber wir werden es gleich rausfinden. Was wir noch bauen können, bevor jetzt die Folge endet, ist, wir haben ja Torch Rhino drauf. Da bauen wir uns jetzt mal eine. Kostet halt ein bisschen Gold, aber ich glaube Gold haben wir. 8. Und hier und ein bisschen Rest, dann haben wir eh mit. Die bauen wir uns jetzt einfach.
Viermal und eine normale Fackel. Interessant. Sowas besitzen wir nicht. Die ist für den einen oder anderen ziemlich cheaty, ich weiß, ich kenne das. Aber es muss ja nicht jeder nützen, wenn er nicht möchte. Kann man die irgendwo hinstellen, rein theoretisch? Naja, rein theoretisch kann man sie auch hier hinstellen. 3x3. So, ich stelle mich hier hin. 5x5. Und wenn man jetzt dann rein theoretisch hier rechtsklick, kann man die Größe ändern. Ich sage jetzt zum Beispiel 5x5. Shift-Rechtsklick ist 100. Da gibt es halt natürlich enorm schnell. Damit kann man die Bäume schneller wachsen lassen. Ihr seht, die sind jetzt relativ schnell gewachsen. Und auch die Geschwindigkeit der Maschine wird beeinträchtigt dadurch. Da kann man halt relativ schnell auch ja, gewisse Sachen erreichen, wenn man möchte. Sagen wir einfach mal so. Das gibt ja auch diesen besseren Wander. Diesen Wander. Die da, die wir mal dann auch bauen. Der macht das gleiche. Right-click ohne Block. Du Speed up Ticks. Macht das ganze selbe wie die Torch. Nur dass der halt nur auf einen Block geht und die Torch auf mehreren Blöcken. Wir werden die nicht so oft verwenden, habe ich auch in anderen Let's Plays schon verwendet. Aber für gewisse Sachen werden wir verwenden. Weil es einfach einfacher geht. Viel einfacher. Das vor allem. Viel einfacher. Deswegen werde ich es auch verwenden. Könnt ihr euch aufregen, so viel ihr wollt. Auch ist ein Modpack drin, das heißt, jeden, der das Modpack nutzt, er kann ihn verwenden, muss aber nicht. Das ist ja immer so eine Sache. Nur weil ich verwende oder ihr nicht verwendet, heißt noch lange nicht, dass ich deswegen cheate oder auch nett oder es unfair ist oder so. Es ist immer jedem selbst hinterlassen, was er verwendet und was nicht. Ich kenne genug Leute, die halt Equivalent Exchange verwenden und das für ganz normal halten. Ist absolut kein Cheaten für sie, ne? Da gibt es ja ganz andere Leute, die sagen, nee, das ist absolutes Cheaten, das gibt man gar nicht. Deswegen, da muss man einfach, jeden sein Ding lassen. Und nicht zu weit drauf eingehen und sich beschweren über alles. Weil es muss jeder selbst rausfinden, was für ihn am besten ist und wie er sein Spiel spielen möchte. Es gibt ja bei Minecraft keine genaue Vorgabe, wie man das Spiel spielen muss, sondern es ist ja ein endless Spiel. Was das heißt, jeder kann so spielen, wie er gerne möchte. Wenn ich das trotzdem nochmal vorn Ende. Also 9x9. Dann zack. Mal gucken, was passiert. Voilà. Ich wollte eigentlich nicht abbauen, aber. Das heißt rein theoretisch so. Müsste der relativ schnell wieder alles pflanzen. 6 Dinge sollte er haben. Heißt, beim nächsten Tick sollte alles pflanzen. Gut, auch nicht. Jetzt mal 400 increasen. Wird beim nächsten Tick schneller gehen. Okay, er macht langsam. Ist auch egal. Es läuft. Langsam, aber dafür dauerhaft. Und hier oben Charcoal wird natürlich auch nicht so verbraucht. Das ist ja das Gute. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ist ein bisschen länger geworden. Ich werde jetzt mal meine gehen ordentlich. Und dann sehen wir uns wieder. Und werde wahrscheinlich auch den Drill bauen, damit ich einfach leichter tue bei meinen. Also, blöd nicht. Gut, dann in diesem Sinne, macht's gut und tschüss, Leute. Bis dann.